Im Elektroauto BYD Seal wird die Batterie zum tragenden Teil der Karosserie. Das bietet fast kein anderer Hersteller. Auch bei der Zellchemie traut sich BYD einiges zu. Alles, was man darüber wissen muss, seht ihr jetzt hier auf Project Drive. Build your dreams. Darunter, so lächelten viele 2003 abschätzig über die frisch gegründete BYD Auto Company, haben sie es in China wohl nicht. Inzwischen ist BYD zu einem der härtesten Konkurrenten auf dem weltweiten Markt der Elektromobilität geworden. Zuerst bei Bussen und Nutzfahrzeugen, jetzt auch bei PKWs. Das neueste Modell von BYD ist der Seal. Diese Limousine vereint so viele Innovationen im Batteriesystem, dass man ohne Übertreibung von einem Superlativ sprechen kann. Ob und wann sie nach Deutschland kommt, ist noch offen. Der Mischkonzern BYD produziert die Batteriezellen für seine Elektroautos selbst. Im Fall des Seal werden auf der Plattform 3.0 die sogenannten Blade-Batterien eingebaut, die aus LFP-Zellen bestehen. Sie kommen ohne Nickel und Kobalt aus, sind preisgünstiger und dauerhafter haltbar. Außerdem gibt es anders als bei in Europa üblichen NMC-Formaten, also Nickel, Mangan und Kobalt, nahezu kein Risiko des thermischen Durchgehens, dem gefürchteten Thermal Runaway. Deshalb können die LFP-Zellen besonders dicht gepackt werden. Das müssen sie auch, denn die Schwäche der LFP-Zellen ist die vergleichsweise schlechte Energiedichte. Das muss kein Mangel sein, wie das einzige hierzulande in nennenswerten Stückzahlen verkaufte Elektroauto mit dieser Zellchemie beweist. Es ist die Basisversion des Tesla Model 3 mit zurzeit etwa 60 Kilowattstunden Energiegehalt. Tesla hat auch gezeigt, dass es möglich ist, das schlechte Ladeverhalten bei Kälte durch eine gezielte Vorkonditionierung abzumildern. BYD produziert also die LFP-Zellen selbst, die im Format der Klinge eines Schwerts, darum das englische Wort Blade, dicht an dicht in ein Batteriesystem gepackt werden. Die Spannungsebene liegt bei 800 Volt, was im Vergleich zu den gebräuchlichen 400 Volt zum Beispiel zu kleineren Durchmessern der Kupferkabel, entsprechend engeren Biegeradien und einer erhöhten inneren Effizienz führt. Erstmals bei einem Serienauto wird das Batteriesystem zum tragenden Teil der Karosserie. Vereinfacht gesagt ist die Oberseite der Batterie zugleich der mit einer Wabenstruktur versteifte Boden des Fahrzeuginnenraums. Für diesen hohen Grad der Integration sind verschiedene Kürzel im Umlauf, mal Cell to Vehicle, mal Cell to Chassis und mal, wie bei BYD, Cell to Body. Das Ziel ist eine Verbesserung des Verhältnisses von aktivem Zellmaterial zur Verpackung. Hier gibt es bei fast allen Batteriesystemen ein Optimierungspotenzial. Die Autoindustrie bewegt sich hier in kleinen Schritten vorwärts und am weitesten ist BYD im Seal gegangen. Die Front des Seal wirkt mit den großen Löchern in der Frontschürze recht sportlich. Zu diesem Eindruck tragen auch die Einsätze an den Seitenschwellern bei. Die Türgriffe sind bündig in die Karosserie integriert. Am Heck gibt es eine durchgehende Lichtleiste, doch die Rücklichter links und rechts gehen etwas auseinander. Das Interieur macht einen hochwertigen Eindruck und wird von zwei Bildschirmen geprägt. Einem großen in der Mitte der Konsole und ein kleineres als Instrument. Der Gangwahlhebel scheint in Kristalloptik daherzukommen und direkt darüber befindet sich eine Wireless-Charging-Fläche ähnlich des Tesla Model 3. Das Lenkrad hat eine markeneigene Form, die ein bisschen an die Silhouette eines Vogels erinnert, vielleicht geht's aber auch nur mir so. Was mir im Innenraum direkt negativ auffällt, sind die klavierlackmäßigen Oberflächen am Gangwahlhebel und die Knöpfe am Multifunktionslenkrad. Auf dem chinesischen Heimatmarkt, dem nach absoluten Zahlen größten Markt der Welt, konkurriert der Seal direkt mit dem Tesla Model 3. Mit dem hat er gemeinsam, dass es keine große Heckklappe, sondern nur einen Stummeldeckel für den Kofferraum gibt. Die Außenmaße ähneln sich, 4,80 Meter Länge, 1,88 Meter Breite und 1,46 Meter Höhe. Der Luftwiderstandsbeiwert ist mit CW 0,219 sehr gut. Die Basisversion besitzt 150 kW mit einem Elektromotor hinten, die Version für die Langstrecke kommt auf 230 kW, es bleibt aber bei einem Elektromotor. Das Top-Modell kommt auf 380 kW und ist natürlich mit zwei Elektromotoren ausgestattet. Sehr wahrscheinlich wird es zwei Batteriegrößen mit 61 und 82 Kilowattstunden Kapazität geben. Die Reichweitenangaben gehen von 550 bis 700 km im extralaschen chinesischen Fahrzyklus. Vor diesem Hintergrund ist auch der Normverbrauchswert von 12,7 Kilowattstunden auf 100 Kilometer mit noch größerer Vorsicht zu sehen als beim WLTP. Der Seal kommt mit Heck- oder optionalem Allradantrieb und die Gewichtsverteilung zwischen vorne und hinten soll bei exakt 50 zu 50 liegen. In der Top-Version liegt die Werksangabe für den Standardsprint auf 100 km/h bei 3,8 Sekunden. Die Grundversion startet bei 212.800 Yuan, was umgerechnet derzeit rund 29.700 Euro sind.
Das Topmodell liegt bei mindestens 289.800 Yuan, etwa 40.500 Euro. Solche Preise wären hierzulande konkurrenzlos, doch bei einem Export würde selbstverständlich eine Anpassung an den jeweiligen Markt erfolgen. BYD hat im europäischen Wirtschaftsraum mit dem Verkauf von Elektroautos in Norwegen bereits begonnen. Dort sind das SUV Tang und der Kleintransporter T3 erhältlich. Norwegen könnte auch zum Experimentierfeld für weitere BYD-Modelle wie den Seal werden. In Deutschland müsste, ähnlich wie bei Tesla, zuerst ein Händler- und Werkstättennetz aufgebaut werden. Eine veröffentlichte Entscheidung hierzu ist noch nicht getroffen worden, aber wahrscheinlich ist es nur eine Frage der Zeit, bis BYD auch bei uns Elektroautos verkauft. Vielleicht wird es 2025 oder noch später. Sicher ist nur, dass sich die chinesische Autoindustrie davon verabschiedet, einzig für die über 1,4 Milliarden eigenen Einwohner zu produzieren. Wie gefällt euch der BYD Seal? Würde er in Deutschland Erfolg haben? Sagt es mir gerne in den Kommentaren. Schaut gerne auch auf meinem Instagram vorbei, der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.